Naja, es war abenteuerlich. Es war halt ganz anders als das, was ich bis daher kannte. Nach der Maueröffnung war es ja eine Riesenumstellung. Und die Tschechen hatten ja im Gegensatz zur DDR nicht diese großartige Unterstützung durch Westdeutschland. Das heißt, die mussten alles alleine machen und von daher hat es auch viel länger gedauert. Das heißt, die sozialistischen Strukturen haben sich auch noch viel, viel länger erhalten. Also es war für mich völlig überraschend, dass es sowas wie Selbstbedienungsläden überhaupt nicht gab. Also man kam rein in einen kleinen Laden, stand an und dann wurde man bedient und musste einzeln sagen, was man haben wollte. Also ein Pfund Mehl und die Verkäuferin lief los und holte ein Pfund Mehl und drei Würstchen und sie lief wieder los und holte drei Würstchen. Also das war sehr unterschiedlich zu uns. Ja, also mir fällt noch ein, dass es ein großes Ereignis war, die erste Pizzeria in Tabor. Die muss so im Jahre, ich weiß nicht, 93 oder 94 in der Nähe des Bahnhofs aufgemacht haben. Und das war natürlich mit westlichen Verhältnissen nicht zu vergleichen. Es war keine Pizza, sondern es war irgendein Teig mit Ketchup drauf. Aber es kam gut an und die Leute trafen sich halt einfach dort, um einfach etwas anderes auszuprobieren. Also ich glaube, so rückblickend war das die prägendste Zeit meiner Biografie, diese 5 Jahre in Tabor, weil ich einfach gelernt habe, dass es ein unterschiedliches gesellschaftliches System gibt, in dem man aufwachsen kann und dass dieses gesellschaftliche System einen Menschen prägt. Ich habe sehr viel gelernt und am meisten habe ich gelernt, was Familie angeht und was Freundschaft und menschliche Kontakte angeht. Also das Gastfreundschaft dort sehr groß geschrieben wird und zwar in einer Form von Großzügigkeit, die für uns eigentlich unvorstellbar ist, die wir einfach nicht gewohnt sind. Also diese Herzlichkeit und dieses familiäre aufgenommen werden mit Essen und Trinken und in die Familie eingeführt werden, das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt.